My name is Sergio Marecas. I come from Portugal, but I'm actually born in South Africa. But since I was 8, I've been living in Portugal, so that's me. Hallo, mein Name ist Fabian Ehmann. Ich bin 23 Jahre alt und bin in Graz geboren, im schönen Österreich. Na, ich bin Samuel Wieck. Ich werde hier Sam oder Sammy genannt. Komme aus Deutschland, bin 23 Jahre alt. Und das ist meine erste Saison hier bei SV Horn. Neue Spieler gibt's auch diese Saison beim SV Horn. Wir stellen euch in diesem Video drei davon vor. Well, I've played most of my career in Portugal in first and second divisions. So yeah, I guess I've gotten some good experiences in Europe in top level, I can say. So, but I'm very excited to be here. Ja, ich habe die ganze Jugendausbildung bei Sturm Graz genossen, dann bis hin zu den Amateuren, zur zweiten Mannschaft und auch zu den Profis. Wurde dann ein Jahr nach Kapfenberg in die zweite Liga hierher verliehen und habe mich dann entschieden für den Schritt ins Ausland, nach Griechenland, zu Aris Thessaloniki in die erste Liga. War dort dann eineinhalb Jahre, habe dort dann den Vertrag allerdings aufgelöst und in Dänemark unterschrieben, in der zweiten dänischen Liga für das letzte halbe Jahr. Haben jetzt im Sommer wieder dazu entschieden, wieder nach Österreich zurückzukommen und ja, jetzt bin ich da. Ja, ein bisschen interessanter und anders als die meisten. Ich habe in Deutschland bei der TSG Wiesek gespielt, in Hessen, und bin dann nach Amerika gewechselt aufs College, habe dort meinen Bachelor gemacht, war dort für 4 Jahre an der Uni. Und ein Jahr noch in der dritten Liga als Profi bei FC Tucson in Arizona. Und ja, bin jetzt hier. Perfekte Trainingskonditionen, mehrsprachige Trainer. Die Gründe, sich dem SV Horn anzuschließen, sind vielfältig. I'm here because I believe that the club has first of all amazing conditions for training. So I believe that we have more than excellent conditions to make to reach a top level. Also, I have the luck to have a coach who has been in Portugal and who can speak the language, which helps a lot. I've also been always very amazed and attracted to this side of the world, Austria, Germany, and I've always loved their type of football. Die Beweggründe waren ziemlich einfach. Durch die Pandemie und durch das Corona war es sehr, sehr schwierig, die Familie auch zu sehen, Freunde zu sehen. Das misst man dann schon nach einer Zeit, sage ich einmal. Ich habe viele sehr gute Sachen erlebt im Ausland, aber dann auch immer wieder ein paar Rückschläge gehabt. Deswegen war für mich dann die Situation so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte wieder nach Österreich kommen, mich da wieder beweisen und ja. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Ich wollte Fußball einfach mal wieder in Europa erleben, auch Seniorenfußball. Meine Frau möchte Deutsch lernen, das war auch ein Riesengrund. Und ja, ich möchte mal sehen, wo meine Reise hier noch hingeht in Europa. Mit Sergio Marrakis, Fabian Ehmann und Sammy Peak schließen sich drei Typen dem Verein an, die richtig gut passen und auch unsere Ziele teilen. The goals for this season is definitely to make it as high as possible, to put SV Horn in a position where they deserve to be. I know last season wasn't the best, also many things happened because of Corona and all of this, but definitely this season is to dignify as much as we can the shirt of SV Horn, and for sure I'm more than positive with the great group that we have that we're going to make something really special this season. Ja, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben, dass wir auch teilweise eine neue Mannschaft haben mit vielen neuen Spielern. Von dem her müssen wir schon mal mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und sagen, zuerst in erster Linie zählt einmal der Klassenerhalt. Das sind wir uns schon bewusst, aber natürlich auch mit Aussetzern nach oben. Also wir wollen da schon guten Fußball zeigen, vor allem auch die Fans dann wieder ins Stadion locken. Und das sind so unsere Ziele, ja, für diese Saison. So, erstmal voll fit werden, versuchen so viele Spiele möglich zu spielen, auch zu gewinnen. Und einfach im SV Horn auch wieder ins Mittelfeld zu schießen, dass wir da eine gute Leistung abrufen. Und ja, das sehen wir mal weiter, wie es weitergeht nächstes Jahr oder ja, was die nächsten Schritte sein werden.